Anfang Zar, früher Morgen, Sonnenaufgang. Ihr steht im Bauch der Arche, um euch herum dampft die Luft in grünen Schwaden. Nebelfetzen greifen nach euch und immer noch pocht das Umwasser um euch herum. Ihr steht vor so etwas wie einem Treppenhaus, eine nach unten, eine nach oben. Ohne die Arena zu passieren, kommt ihr in diesem Stock nicht weiter. Doch bevor ihr euren Weg nach oben weiter fortsetzen könnt, gibt es von unten etwas wie Gerufe. Etwas leise, immer lauter werden, bis ihr es dann verstehen könnt. Kapitän! Ja, Alan! Wir haben was gefunden! Erland war schon den Schild erhoben, halb die Treppe hinauf, als er jetzt stehen bleibt. Nicht unbedingt genervt, aber doch etwas konsterniert sich wieder umblickt. Wartet mal hier, ich bin gleich wieder da und sich an seinem hinter ihm aufgereihten Kameraden vorbeizwängt. Wer ruft denn da? Was gibt's denn? Ja, unten an der Treppe kannst du erkennen, wie wohl der Ritter steht aus, ja, aus dem Bärenhain, Ritter Jagold Riedkötter, und steht dann unten an der Treppe. Wir haben etwas gefunden. Das solltet ihr euch ansehen. Was denn? Er war da ja. Achso, nee, der ist nicht da. Kommt doch mit. Ja, Bin Mimir bleibt zusammen unterwegs. mit den anderen dann hier in diesem Stockwerk, sichert die Treppe ab. Und die anderen hacken dann munter fröhlich diesen Eingang wieder offen. Was auch immer das bringen mag, aber man will erstmal auf Nummer sicher sein. Verzeihung, ich kläre das nochmal kurz. Ich hatte vorher zwei Leute da reingeschickt, hinter denen dieses Ding zugeschnappt ist. Ja, genau, richtig. Deswegen soll das wieder auf. Gut, dann. Geht's wohl die Treppe runter in Renishian? Wisst ihr, was die wohl gefunden haben? Ich dachte, wir hätten alles durchsucht. Ha, ich kann leider nicht hell sehen, aber lass uns doch nachsehen, was es ist. Ja, natürlich. Dann geht's ohne Umschweife abwärts. Ja, Ritter Jagold? unten erwartet euch Jagold. Gibt ihr nochmal die Hand und sie ist ziemlich ja, nass, dreckig, bisschen blutverschmiert. Aber ja, er sieht gut wohlauf aus. Wir hatten einige Verluste zu verkraften. Es gibt noch einen weiteren Gang von hier aus in Richtung Norden. Dort stehen die Humeria genauso wie sie hier in diesem südlichen Gang. Wir haben uns erstmal dazu entschieden, sie nicht anzugreifen. Weil sie tun nichts. Sie sind einfach bewegungslos. Auch während die Arche weiterläuft. Ich weiß nicht genau, was das soll, aber sie tun uns, wie gesagt, nichts. Es gab noch ein paar Verluste, wie gesagt. Allerdings nichts Dramatisches, nur ein paar Knochenbrüche. Und dann hatten wir direkt in der Maulgrotte, so klassifizieren wir diesen Eingang, haben wir den weiteren Raum aufgemacht, Verliese. Und dabei Verließe. sind wir nicht nur auf ein paar Söldner gestoßen, die wir besiegt haben, sie haben mit Köpfen nach uns geworfen, sondern auch noch auf etwas anderes. Ein Gefangener, den sie dabei hatten. Ein Einzelner. Naja, er saß dort alleine und faselte wohl irgendetwas davon. Ich kenne ihn nicht, habe ihn noch nie gesehen, aber nachdem wir ihn kurz fragten, woher und wohin, sagte er wohl, dass er aus Maraskan kommt. Und er hat wohl jemanden von uns erkannt und sagte daraufhin dann, dass er wohl euch kennt. Irgendjemand hat wohl euren Namen fallen lassen. Vielleicht einer der Renegaten, die wir in Boran kennengelernt haben. Dort treiben sich diese Archen ja rum. Wir sollten mit ihm sprechen. Er kennt sich vermutlich, vielleicht hier drin ein wenig besser aus als wir. Wir haben Ist ihn der immer noch. Maraskaner oder ist es ein Garrecha? Er spricht genauso verrückt wie ihr. Verzeiht mein Herr, aber er hat wohl die Eigenarten übernommen. Er ist wohl aus dem Mittelreich, aus Gareth oder sowas. Aber wir haben ihn nicht freigelassen, sondern nur die anderen der Söldner seiner Bewacher zu ihm gesperrt, beziehungsweise in die Zellen daneben. Trauen dem Ganzen nicht. Und dann bringt mich doch mal hin. Ja, so folgt ihr Jagold Riedkötter durch die Gänge. Gerade hier bei den Hibernatoren könnt ihr noch sehen, wie die aufgebrochenen, aufgeknackten Panzer der Humeria hier herumliegen. Noch mehr Wasser oder Schleim, der sich hier gesammelt hat und die Gänge so ein bisschen verstopft. Könnt ihr über die Leichen hinübersteigen, an der Maulgrotte entlang, unter der Galerie halten, sodass ihr nicht von einem ja, weiteren Armbrustbolzen getroffen werdet. Könnt ihr hier auch erkennen, wie sich das Maul zwar geschlossen hat, aber immer noch könnt ihr dann den kalten Wind spüren, der euch dann hier durch die einzelnen Spalten entgegenkommt. Die Verliese selbst
Sie sehen aus wie gewachsen. Also natürlich ist dann hier auch Metall verarbeitet, was die Schiffe bei sich hatten. Könnt Anker sehen, die wohl geformt worden sind, sodass sie jetzt hier sowas wie Gitter darstellen. Die Tür wird dann von Jagold aufgemacht. Und ihr steht in einem noch kleineren Raum, wo ja neben dem ersten, was ihr erkennen könnt, einige Köpfe abgeschlagen, leicht vermodert, verfault, liegen sie hier am Boden. Mit denen hat man wohl nach jemandem geschmissen. Ein paar verletzte Söldner, die hier in der Ecke, ja, in einer Zelle sitzen. Eine weitere Person. Wie sieht denn diese Person aus? Diese Person könnte Jalan und Pridician, vor allem Jalan, wahrscheinlich ein bisschen bekannter vorkommen. Allerdings hat diese Gestalt, sieht sehr kümmerlich aus, da sie wohl in letzter Zeit nicht allzu gute Tage erlebt hat. Sie trägt maraskanische Kleidung, also sehr bunte Kleidung, und hat relativ verfilztes Haar, das ins Gesicht fällt, wodurch wahrscheinlich ein erstes Wiedererkennen nicht allzu leicht ist. Und sie schaut euch sehr grinsend an, als sie euch entdeckt. Also so, als wärt ihr gerade Preios höchst selbst, der in diese Tür schreitet. Und meint einfach nur: Jalan, du bist es wirklich! Jalan! Ragnar rennt auf dich zu, Jalan, und umarmt dich. Ja, beziehungsweise prallt's gegen die Gitterstäbe, denn du bist Ah! immer noch gefangen. Ja, hält sich den Arm. Ah. Jalan tut, also Jalan tut erstmal, als er da so vorrennt, einen Schritt zurück. Auf dieser Arche ist ja wenig, so wie es scheint. Kneift nochmal das Auge zusammen. Ragnar? Ja, ich bin's. Du neunmal verfluchter. Wie kommst du hier hin? Alter, lass die Tür aufmachen. Jawohl, wenn ihr euch sicher seid. Nun, ich war krank. Ich bin ja mit Vibon im Lager gewesen. Wir sind zurück nach Boran gelaufen. Dort weiß ich nicht genau, was Vibon gemacht hat. Aber ich habe mich auf jeden Fall dem Widerstand angeschlossen, um gegen diese Königin und die Hafayas vorzugehen. Nun ja, auf jeden Fall hat dann irgendwann hier dieses Schiff gehalten und naja, ich habe mich in der Taverne nicht allzu gut geschlagen und ja, nun, ich bin hier geendet, nachdem ich versucht habe, sie von der guten Seite zu überzeugen. Von der guten Sache. Mehr oder weniger. Dass ich euch gerade hier treffe, ja, ihr umarmt ihn dann auch erstmal kurz. Brindisian, ihr erinnert euch noch an ihn? Helmuji, natürlich. Brindisian hat ein breites Grinsen im Gesicht. Und ja, auch wenn die beiden sich noch nicht lange kennen, kommt auch Brindisian und umarmt Ragnar. Es ist ja mal eine freudige Überraschung hier in diesem, naja, mehr als schrecklichen Ort. Ja, Ragnar guckt ein wenig verwirrt, aber umarmt dich dann auch zurück. Ah, Brindisian, richtig? Ja, genau. Wir hatten einen ausgelassenen Abend damals. Mit den Zwillingen, ich erinnere mich. Oh, reibt sich so ein bisschen den Kopf. Aber wie seid ihr hierher gekommen? Übernehmt ihr gerade das Schiff? Es ist kein Schiff und wir übernehmen es nicht, aber ja, wir haben die Arche geentert und gedenken sie zu töten. Eine gute Idee. Wo wart ihr denn schon überall? Also ich kenne mich hier nicht wirklich aus, aber ich weiß, wie es zur Küche geht. Wir haben noch keine Küche gesehen. Kann euch hinführen, aber er schaut sich mal so, also er geht dann kurz raus. Man merkt auch, dass er, während er läuft, ein bisschen zittert und sich dann aus der Tür lugt, noch nach links und rechts guckt. Euer Wohlgeboren, seid ihr euch sicher, dass man ihm vertrauen kann? Wieso haben sie ihn nicht umgebracht? Ist er vielleicht übergelaufen? Ich weiß es nicht, aber wenn wir ihm nicht vertrauen können, ist auf dieser Welt gar nichts mehr heilig. Hey, du da, Bohnenstange. Warum hat man dich nicht umgebracht? Ich sollte für sie kochen. Ich habe da ein Kochen? Buch damals auf der Seeadler bekommen. Das Buch Von. von Lido Kork. Richtig. Du siehst, wie Ragnar nur den Kopf schüttelt. Ich musste götterlästiges Zeug tun, damit sie mich am Leben lassen. Außerdem, ich weiß nicht, sie hatten, glaube ich, auch ein wenig Angst vor mir, weil ich die Rüstung von Belharion Manning mit mir trug.
Angst? Die hast du wieder ausgegraben? Was für eine Rüstung? Die Rüstung von Belharion Manic. Ich weiß nicht, ob Janan euch das schon erzählt hat, aber wir hatten versucht, Belharion Manning zu erledigen. Aber das sollte man vielleicht ein andermal besprechen. Ja, der aventurische Bote singt da. Seltsamerweise auch ein ganz anderes Liedchen, was das Wir angeht. Völliger Unsinn. Belharion Manning kann nicht besiegt werden. Wie seid ihr in seine Rüstung gekommen? Ihr lügt. Indem wir ihm den Arm abgeschlagen und sie mitgenommen haben. Ihr wart dabei? Ich war da. Und er hier im Übrigen auch. Dann werde ich euch wohl mal trauen müssen, euer Wohlgeboren. Wenn ihr das nächste Mal seht, fragt ihn mal, wo sein rechter Arm ist. Falls ihr lang genug legt, um mit ihm zu sprechen. Ja, also wieder aufgeregtes Laufen, Rufen, eine Stimme, die näher kommt, mal wieder. Ihr könnt auch immer noch die Schritte der Arche hören, die Beine, die auf der äußeren Seite durch das Wasser, durch das faulige, blutige Seewasser laufen. Aber das ist die Stimme von Myria. Prindigian, Yalan! Prindigian läuft raus und ihr entgegen, der Stimme entgegen. Was ist denn Myria? Myria knallt so ein bisschen gegen dich, versucht sich dann noch so ein bisschen abzufangen. Elphadaios und die Kriegerin sind weg. Der Boden hat sich geöffnet. Er hat einfach nachgegeben. Das Holz ist weggebrochen. Sie sind in eine Grube gefallen. Ich habe noch versucht, sie rauszuziehen, aber die Grube ist wieder zugewachsen. Sie sind einfach weg. Und auf der unteren Seite, also jetzt die Treppe runter, waren sie auch nicht. Der Holzgang hat sich dann knirschend geschlossen. Sie sind einfach weg. Ich habe noch unten gesehen, dass da ein paar andere verweste Leichname und sowas waren, aber und Archenkäfer, aber sie sind jetzt einfach weg. Ja, wo war das denn, Myria? Sie standen neben der Treppe und haben sich unterhalten und dann hat der Boden nachgegeben. Jetzt sind sie einfach weg. Genau an der Treppe? Zeig mir mal den Ort. Ja, das will ich mir ansehen. Ja, sie zieht dich so ein bisschen am Arm und lässt dann auch Yalan und Ragnar hier so ein bisschen stehen, denn jetzt vertraut sie wohl eher auf den Magier als auf den Ritter. Und die Gänge dann den Hibernatoren der Homeria wieder vorbei nach oben, kann sie dir die Treppe hier, diese Stelle hier zeigen? Siehst du das? Wo? Ach da, okay. Genau, da. Ja, da standen sie wohl eben und sie zeigt auf den Boden. Du kannst da auch sehen, dass es sowas wie eine Naht gibt, wenn man bei Holzboden von einer Naht sprechen kann. Aber du siehst, wie hier wohl vor kurzem mal der Boden aufgerissen war. Du kannst auch sehen, wie wohl gerade eine schwere Infanterie, also topischer Ritter aus Valusa noch daneben steht und hat sich sowas wie ein kleines Handbeil geben lassen und hackt jetzt auf diesen Boden ein, während die anderen immer noch hier an dieser Holzwand beschäftigt sind. Ja, aber wenn du dann nach unten guckst, so ein kleines Loch ist da wohl drin, kannst du dann auf die untere Ebene schauen. Also da siehst du auch noch ein kleines Bootsdock, da wart ihr auch schon drin in diesem Raum, aber von den anderen ist keine Spur. Ach, ich kann sogar durch den Boden durchgucken. Also jetzt dadurch, dass da mit dem Handbeil reingeschlagen worden ist, ja. Also du guckst hier rein und dann auf dieser Seite kommst du wieder raus und kannst dann auf die 9 gucken, auf den Raum 9, wo dann, wie gesagt, das Boot oder sowas drin liegt. Aber das ist nicht der Raum. Er war viel dünner und schmaler und er wirkte einfach anders. Die Arche verändert sich ständig. Hast du es gesehen? Kann es sein, dass sie irgendwie im Boden verschwunden sind? Nur jetzt nicht mehr genau unter uns, sondern irgendwo anders hin? Ich weiß es oder nicht. Oder gezogen wurden? Also, dieser Raum war nicht da drunter. Also, natürlich liegt er da drunter, aber da sind sie nicht reingefallen. Brindigian läuft mal los und mit seinem Stab schlägt er mal überall so ein bisschen so auf den Boden, großflächig, also möglichst viel zu untersuchen, ob irgendwie vielleicht Hohlräume hörbar sind. Ja, die Planken knarzen wieder unter dir. Ab und zu mal kannst du auch durch den morschen Boden durchbrechen. So viel hast du da gar nicht reingelegt an Kraft, aber wenn du dann durchgebrochen bist, wächst es auch mal wieder zu. Du musst vielleicht auch mal schnell deinen Stab wieder rausziehen, bevor dein Stab mit einwächst. Aber das, was du dann da findest, es gibt keine Hohlräume. Du würdest dann immer direkt auf die 9 sehen, beziehungsweise auf den Gang vor der 9, je nachdem, wo du dann stehst. Tja, wenn die dann gucken, ein bisschen fragend.
Sie müssen doch irgendwo hier sein. Vielleicht finden wir sie, wenn wir noch weitere Räume untersuchen. Es muss ja nicht sein, dass sie nach unten gefallen sind. Vielleicht wurden sie irgendwo hingezogen oder so etwas. Ich weiß es nicht. Bjarlan und Ragnar können die Treppe auch dann nach oben gekommen sein, sodass sie dann mitwirken können. Vielleicht kennen sie dieses Phänomen ja schon. Bjarlan meint dann noch zu Ragnar, ich fürchte, dass ausführliche Wiedersehen wird warten müssen, bis wir hier raus sind. Das denke ich leider auch. Habt ihr den Kapitän schon erledigt? Diesen Rodrigo? Nein. Rodrigo kann nicht der Kapitän gewesen. Also, soweit ich weiß, heißt der Kapitän Rotgeert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, auf jeden Fall haben wir diesen seltsamen Rodrigo gesehen. Und vorne auf der Galerie ist jemand und schießt mit Armbrüsten. Wie viele Menschen sind denn hier? Also, ich habe nicht viele Leute gesehen. Ich wurde immer nur bis zur Küche geschleppt. Normalerweise haben mich immer zwei Söldner dabei bewacht, dass ich keine Scheiße baue. Insgesamt, die Söldner, die mich bewacht haben, haben sich abgewechselt. Das waren wohl so 8. Und diese ganzen Krakonier, die ich hier auf dem, die Humerier, die ich hier auf dem Weg gesehen habe, keine Ahnung. Also, ich denke mal, hier werden noch einige mehr Leute unterwegs sein. Aber ein genaues Abbild kann ich nicht geben. Also, wie viele Leute hier unterwegs sind. Dann kannst du, okay, mit der Kochenprobe kannst du ungefähr abschätzen, Leute du bekocht hast. Stimmt. Also gesehen hast du sie nie immer alle zusammen, weil alle irgendwie mal beschäftigt waren, aber du hast natürlich viel Essen gemacht. Ja, überhaupt kein Problem. Du weißt, dass du für... du weißt nicht, was das für Ränge sind oder sowas, aber so um die 30 Menschen hast du gekocht. Krakonia und Humeria hast du nicht versorgt. Genau. Ja, dann würde ich das weitergeben. 30 Menschen waren es, glaube ich, ungefähr. Okay, und wie viele haben wir in Valusa aus Maul gegeben? Ja, also das kommt schon relativ nah. Das waren weniger. Du weißt aber auch nicht genau, wie das dann mit Söldnern aussieht. Ja, die Zahl variiert dann sicherlich. Ja, man braucht natürlich sowas wie einen Offizier, einen Kapitän, irgendwelche Unteroffiziere, ja, der Rest, also wirklich Piraten. Braucht man hier viele Piraten? Du hast keine Segel gesehen. Das werden dann wohl ein paar Söldner gewesen sein. Na gut, wenn der Kapitän weiß, wie es um diese Arche bestellt oder um eine Arche bestellt ist, wird er vermutlich uns spätestens am Herz abfangen wollen. Denke ich mal. Ach, da ist der Brindisian. Wie sieht's denn hier aus? Ja, Brindisian hebt so ein bisschen so entschuldigend die Schultern. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind, Bruderschwester. Wenn ich dem glauben kann, was Mia gerade erzählt hat, was ich auf jeden Fall tue, dann müssen sie irgendwo in den Wänden sein. Aber wir können doch nicht dieses Schiff vernichten, wenn wir nicht wissen, wo die anderen sind. Also vielleicht sind sie auch schon längst rausgeschleudert worden oder sowas, aber nehmen wir an, sie sind immer noch hier auf dem Schiff und wir töten es, dann was passiert denn mit den anderen? Ist sowas schon öfter vorgekommen? Also, dass irgendwelche Leute einfach vom Schiff verschwunden sind oder so? Habe ich da irgendwie mal die Söldner zugehört, dass die da irgendwie darüber geredet haben? Ständig. Das Schiff lebt, wie gesagt, und Gefahreninstinkt hat von euch keiner, ne? Nein. Nee. Ja, dann darf Ragnar zumindest mal eine, ich überlege gerade, Sagen und Legenden plus 7. Das sind natürlich keine Sagen und Legenden, die du irgendwo in Gareth oder so aufgeschnappt hast, aber vielleicht so, um wahre Worte bei den Piraten rauszuhören. Ja, dir fällt, wo ihr hier noch auf der Treppe steht, oder vor der Treppe steht, in diesem kleinen Treppenhaus, fällt dir ein, dass man wohl auf die, nicht unbedingt auf den Plankboden achten muss, sondern teilweise auch auf die Wände, denn es kann unter anderem auch sein, dass die Wände zuschnappen. Nicht nur dann auch der Boden nachgibt, sondern, ja, unter anderem werden auch Menschen direkt zerquetscht. Okay. Also diese Arche ist ein lebendiges Wesen, das es passiert hier öfter, dass Leute verschwinden, aber es kann auch passieren, dass sie einfach in den Wänden von den Wänden zerquetscht werden. Da solltet ihr relativ vorsichtig sein. Verflucht. Und Söldner! Äxte! Hierher, jetzt! Ja, die
Also wirklich viele Handbeile sind hier nicht da, weil man ist dann mehr oder weniger unvorbereitet auf diese Eiche raufgerannt mit dem, was man noch gerade greifen konnte. Viele haben natürlich ihre normalen Schwerter dabei oder das, was eben so am Gürtel gebaumelt hat, so dass du um die 5 Äxte zusammenbekommen könntest. Ich mache mal eine Halbkreisbewegung mit dem Arm. Nehmt ihr alles auseinander. Findet die Leute, die in den Wänden, Boden, was weiß ich, wo sind. Würfelt mal eine Sinnenschärfeprobe. Plus 10. Och, Myria was hat eben schon denn? Gefahreninstinkt gewürfelt, denn Myria hat Gefahreninstinkt. So, Oh. das sind zwei gelungene, es zählt die erste, nicht die zweite. Und Sorry, ich weiß nicht, warum ich zweimal ja, gewürfelt gar habe. kein Problem, aber es zählt immer die erste. Damit fällt es zumindest euch beiden auf. Brindigion ist immer noch mit dem Boden beschäftigt und schaut da nochmal so ein bisschen nach, ob er ein paar Spalten oder Risse findet. Jarlan und Ragnar, ihr schaut auf das Treppenhaus und könnt dort erkennen an den Wänden, wie wohl Unwasseradern entlang führen. Das erinnert euch fast an sowas wie menschliche Adern. Eine rot, eine blau. Ob das wirkliches Blut ist, was da lang fließt und pulsiert, es sieht fast so aus. Brindisieren. Ja, bin ich ja guck gerade so hoch, während er am Boden nichts findet. Was ist denn da im Durchgang das? Diese fast schon Adern. Ich schaue es mir mal genauer an. Kann ich da irgendwas mehr zu deuten, als was du gerade noch erzählt Ja, würfel hast? doch mal eine Anatomieprobe. Was ist da Ausweichtalent? Heilkunde Wunden oder so? Heilkunde Wunden würde ich zulassen. Mit Magie Erschwernis Kunden. natürlich. Drauf an, ob du die Erschwernis dann packst. Ja, Alternative wäre noch Magiekunde tatsächlich, also. Magiekunde. Nee, ich will eine Anatomie oder Heilkunde Wunden haben. Um 10. Wenn du Heilkunde Wunden ableitest, ja. Ja, das werden wohl Adern sein. Tja, vielleicht ist es tatsächlich so etwas wie. Naja, es sind zwei Flüssigkeiten. Vielleicht wird da irgendetwas versorgt. Vielleicht Trinkwasser und, naja, ich will es nicht hoffen, aber Blut. Vielleicht können wir mal eine dieser Adern aufschlagen. Zumindest ein kleines Loch hinein. Mal sehen, was passiert. Ja, natürlich. Moment noch. Ragnar, ihr habt keine Waffe, oder? Nein. Hier, wer zieht da einen Streitkolben vom Gürtel und reicht dir den hin? Mach Danke. keinen Blödsinn. Natürlich nicht. Schaut immer noch sehr verängstigt sich immer wieder um. Du gibst ihm jetzt deinen Streitkolben. Ja, ich traue ihm. Okay. Okay, ich traue ihm nicht genug. Wenn er irgendwann nicht mehr in der Nähe steht, packe ich mir Ritter Jagold und Ja, sage ihm ich ganz wollte nur wissen, leise. okay, du hast jetzt deinen anderthalb Bänder und er hat den Helmer Ja, Brontra ich. geweihten. Aber tatsächlich, wenn er aus der Hörweite ist, packe ich mir nochmal Ritter Jagold und sage ganz leise: Passt auf ihn auf. Jawohl, euer Wohlgeboren. Brindisian, schnapp dich mal von irgendeinem der Matrosen, die ja gerade mit ihren Äxten im Gange sind. Ja, mal kurz so eine Axt, leite sich aus und versucht dann mal, ja, nicht das Ding, ich weiß nicht, wie tief das ist, diese Adern, aber Ja, zumindest ungefähr mal leicht zu faustdicker so. verletzen, dass da so ein kleines Loch drin ist. Mit der Faust kannst du eben umgreifen. Und pulsiert dann richtig schön durch. Okay, dann brauche ich ja fast keine Axt, oder? Dann reicht vielleicht sogar mein Dolch, wo ich dann irgendwie mal ein kleines Loch reinstechen kann. Ja, also du versuchst so ein bisschen mit deinem Dolch ein bisschen zu ritzen und zu schneiden. Ja, vielleicht so Wurzelstrukturen. Also wenn du einen Baumwurzel anritzen möchtest, da musst du natürlich auch durch die Rinde durchkommen. Und an das erinnert sich auch. Also mit dem Dolch wirst du da wahrscheinlich nicht durchkommen. Da brauchst du dann wirklich eine Axt. Okay, dann nehme ich mir eben so eine Axt, wie hier im Umlauf sind. Seid vorsichtig, Magister. Ich Während ihr das versuch's. macht, schaue ich einmal ganz kurz hoch. Laufen die irgendwie in die Wand hinein oder kann man denen folgen? Überall um euch herum sind solche Adern, aber hier an dieser Stelle fallen sie euch direkt auf, weil sie wohl noch ein bisschen dicker sind und noch mehr pulsieren. Normalerweise sind diese Unwasseradern alle sehr blau, nachtblau, und hier fließt eben noch eine rote Wurzel entlang mit Blut. Das ist ein bisschen ungewöhnlicher.
Ja, die rote würde ich auch versuchen zu treffen, um mal zu sehen, was da tatsächlich drin ist. Ja, du schlägst mit deiner Axt zu und dann kannst du sehen, wie sich die gesamte Treppe zusammenzieht und auf der gesamten Treppenlänge einmal zusammenzieht, so dass quasi alles zerquetscht wird, was sich im Inneren befindet. Und du darfst gerne einfach mal versuchen, deine Hand zurückzuziehen. Mach mal eine einfache Intuitionsprobe. Nicht erschwert. Ja, lässt schnell die Axt fallen, ziehst deine Hand zurück und noch bevor die Axt aufgeschlagen ist oder dieses kleine Hieb-Werkzeug, ist sie schon zerquetscht in dem Eichenholz. Du gehst davon Wow, aus, das. wenn da ein Mensch durchgegangen wäre, dann ja. Also du betrachtest so ein bisschen die Rüstung von Jagold und von Jalan, die hier als Ritter rumlaufen. Du gehst davon aus, dass auch diese Blechrüstung dann nur noch zweidimensional ist. Ja, und die dann springt sofort zurück und schreckt merklich ins Gesicht geschrieben. Das war knapp. Himmels Willen. Je schneller wir diese Arche töten, desto besser. War das eigentlich die Treppe, die nach oben oder nach unten führt? Die nach oben. Also auf dem Weg nach oben, also da ist auf jeden Fall die Küche. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch hingehen wollen. Wir müssen. Oder wolltest du dich vielleicht einem Kragenmolch entgegenstellen? Der Treppenaufgang öffnet sich auch gerade ganz langsam wieder. Knarzendes Holz, was nachgibt, und ihr könnt sehen, wie der Spalt wieder größer wird. Die Unwasserader, beziehungsweise diese Blutader, die du gerade getroffen hast, du kannst sehen, wie da wohl die Handaxt wieder nach oben geschoben wird. Und während sie nach oben geschoben wird von der Wand selber, siehst du wohl, wie sich dieses Axtblatt leicht faltet und dann über diese Wasserader überlegt, wie ein Flick. Gerade das Metall verarbeitet wird. Na, ich glaube, das hat dem Ding zumindest mal nicht gefallen. Aber ich glaube, wir brauchen was Ja. Besseres, um das Ding wieder zurück in den Aethergen zu treiben. Und wenn wir schließlich vor dem Herz stehen, wird man hoffentlich einfach reinstechen können. Ansonsten seid ihr wohl gefragt. Ich bin dafür, wir laufen jetzt einzeln ganz schnell über die Treppe rüber. Also nach oben. Das denke Wie ich lang auch. ist die Treppe, Hemogen? Wie lang ist die? Ich hab nicht lang, oder? Also Deckenhöhe ist ungefähr 3 Meter. Ja, Musst du dann, ich weiß nicht, wie viele Stufen das sind, aber. Also nicht weit, also nicht viele auf jeden Fall. Da Gut, kann wir gehen man. einer nach dem anderen die Treppe hoch. Ragnar, ihr kennt euch aus, ihr geht zuerst, danach Alles ich, danach klar. der Rest. Einer nach dem anderen. Ja, Partner geht vor. Wenn nichts passiert, rennt dann nachher an die Treppe hoch. Ja, und anschließend bringt ich ja. Ja, schaut euch einfach mal die nächste Ebene an, nehmt eure Token mit. Nach und nach kommt ihr an, ohne dass irgendetwas passiert. Wenn ihr einzeln lauft. Ja, Wichtig. das ist der Plan. Genau, hatte Myria ja so vorgeschlagen. Hatten wir Und mal vor. dementsprechend kommt ihr nach und nach vereinzelt. Ihr sollten vielleicht alle engeren Durchgänge einzeln nehmen, nur falls irgendwas nach uns schnappt. Oder die Wände uns zerdrücken wollen. Meine ich ja.